gerade, diese Boxen rauszufischen aus meiner Ecke ist überhaupt nicht einfach. Und jetzt muss ich noch einen zweiten Wäschekorb holen, damit ich die Sachen irgendwo reingeben kann. Also spannend wird das, sehr, sehr spannend. Fangen wir auch gleich mal an. Jetzt kommen die ganzen Bodylotions. Es kann sein, dass sich da noch parfümierte Bodylotions verstecken, was ich jetzt mal nicht hoffe, aber es kann gut möglich sein. Aber fangen wir mal an. Von Sakura habe ich einmal die Bodylotion. Ich muss da noch ein bisschen üben mit der Kamera wegen dem Licht. Dann ganz neu habe ich von Hildegard Brockmann die Body Butter in Mango. Ich glaube Mango ist es, oder? Ja. Mango. Auch ganz neu vom Tauschpaket habe ich die Kakao und Shea Butter von Isana. Ich glaube, ich hatte sie euch zu kurz, aber die habe ich euch eh vor kurzem in einem Video gezeigt. Da hoffe ich, dass ich sie dieses Jahr leer kriege. Die Tropical Sunshine von Balea. Meine Goodbye Stress, wo ich auch das Duschgel dazu habe. Die habt ihr auch in dem Video gesehen. Da zeige ich euch jetzt gerade auch das Öl auch, weil ich nicht weiß, wo ich das sonst in eine Kategorie reingeben soll. Stelle ich aber kurz da auf die Heizung. Und von Isana die zwei Body Lotions, die Sunset Peach und diese Bambi Body Lotion. Ja. Ich habe echt Angst, dass mir da irgendwas aufgeht. Ich habe auch beim Duschgel Angst, weil ich habe das gerade noch so immer in der Kiste drin und ich kriege echt Panik. Deswegen habe ich auch da den Drang, das fertig zu machen, damit ich das irgendwie erledige. Was ja auch nicht Sinn der Sache ist, würde ich mal sagen. Also weiter geht's. So, einen Tester von Cores. Sollte ich vielleicht benutzen, weil der ist schon ziemlich an der Grenze. Oh, der ist ganz zu. Na dann. Der ist ganz zu. Nicht schlecht. Ich mag ja die Cores-Produkte sehr gerne. Und ich habe davon auch noch das Duschgel. Das heißt, das werde ich mir für den Sommer aufheben. Ei, Karab. Oh, 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 oh. Habe ich das jetzt abgebrochen? Nein. Diese Halterung habe ich euch in einem Duftsammlungsvideo erzählt, dass ich die noch habe. Ich habe sie gefunden. ja. Ich habe ganz viele von diesen Victoria's Secret Body Lotions. What the heck? Auch den Mango, wo ich den Duft vor kurzem verschenkt habe. Dann habe ich die Strawberry and Champagne noch. Sollte ich echt mal verwenden, weil die sind wirklich alt. Die habe ich noch im letzten... vor Jahren habe ich euch die schon mal gezeigt. Dann die Secret Escape und die Endless Love. Furchtbar, redet man nicht drüber. Die ist, glaube ich, auch schon steinalt. Von Aveo die Sunny Jasmine habe ich auch noch. Von diesen Geschenksets habe ich die Hamam Body Creme. Gar nicht wusste, dass ich die habe. Und natürlich die Karma, die liebe ich. Ja. Dann habe ich das Öl von Ritual of Mare. Das stelle ich auch daher. Bremse ich sogar. Von Biotherm habe ich sogar die Body Lotion, also die Body Butter noch. Boah, ich liebe die. Die sollte ich auch bald benutzen. Ich weiß, das hört jetzt 100 Mal. Aber da habe ich auch den Duschschaum auch noch. Zwei von der Organic Shop oder nur Organic Shop. Einmal die Caramel Cappuccino. Die habe ich mir damals ja beim Tiki Mix gekauft. Die sind so, so dreckig. Das ist echt furchtbar, wie es da stoppt. Bleh. Und einmal die Banana Milchshake. Die habe ich mir ja damals im Budapest gekauft. Ist das widerlich, wie staubig es da ist. Das wollte ich unbedingt verwenden. Das ist dieses Body Mousse zu Oil. Ich glaube, ich werde mir das auch auf der Seite lassen. Ich will das benutzen. Dann habe ich noch eine von Biotherm. Das war so eine Sonderedition, die haben wir auf einer Schulung bekommen. Von Bath & Body Works die Winter Candy Apple. Heißt die so? Ja, Winter Candy Apple. Das ist die, was mir so peinlich ist, dass ich sie euch dauernd zeige. Ich glaube, viele werden lachen. Die ist noch immer bei mir in der Sammlung von Balea Body Lotion Große Gefühle. Ich habe mir die ganzen Sammlungsvideos von mir angeschaut und musste mir jedes Mal am Kopf greifen, wenn ich diese Body Lotion hier gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt noch gut ist. Nein. Ich werde sie jetzt entsorgen. Die riecht überhaupt nicht mehr gut. Die hat total den Duft verändert. Ich werde sie jetzt weggeben. Also, ich glaube, die hat sich auch so ein bisschen... teilt. Kommt jetzt endlich mal weg. Die, glaube ich, werde ich auch weggeben. Die habe ich auch schon so extrem lang in meiner Sammlung. Und die stinkt auch schon so.
modrig, alt, die kommt jetzt auch mal weg. Ich habe die in 1000 Videos herzeigt, das ist nicht mehr normal. Die, glaube ich, muss ich auch entsorgen. Oder doch nicht? Ich traue mich das halt nicht verwenden. Wenn das wirklich kaputt ist und ich schmier mir das drauf, kriege ich den Urausschlag. Boah. Das riecht komisch. Puh. Ich glaube, das kommt auch weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das Duschgel überhaupt noch benutzen kann, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe es doch einfach zu lange aufgehoben. Es wäre ja auch 2019 schon abgelaufen. Aber ich habe auch, da seht ihr, die Verpackung ist auch so komisch schon. Ich glaube, das riecht echt nicht mehr gut. Das riecht so wie Keller. Kennst du das, wenn du in deinen Keller gehst und da mal so ein Näschen davon nimmst? Genau so riecht das. Boah. Das Erste, was ich machen werde dann nach dem Video, ist, ich werde duschen gehen. Das ist ja ungrindig. Also ich werde ein paar halt weggehen müssen, weil was soll ich machen, wenn die kaputt sind. Aber das sollte mich noch mehr motivieren, Sachen zu benutzen. Ich hoffe, die ist natürlich offen. Aber die riecht noch gut. Das war auch ein Tester von Coris, die Pineapple Coconut. Die gibt es ja leider nicht mehr, was ich mega schade finde, weil die riecht nur gut. Meine Pumpkin, Vanilla Pumpkin Body Butter. Ich hoffe, die ist noch gut. Ich will sie nicht öffnen, weil die, da war ich gescheit und habe sie wenigstens nicht aufgemacht. So wie mit meiner Kindness Peer Body Butter und meiner Love and Plums Body Butter. Da war ich auch gescheit und habe sie nicht geöffnet. Die werde ich, glaube ich, auch jetzt weggeben. Die habe ich auch schon so oft aufgemacht und ich glaube, dass sie auch kaputt ist. Sie riecht aber noch gut. Ja, vielleicht probiere ich sie aufzubrauchen, aber das ist so eine... Ihr wisst ja, Burley und ich stehen so ein bisschen auf Kriegsfuß. Die habe ich mal irgendwann auf einer Schulung oder so gekriegt, jetzt sieht man es. Sie riecht aber okay. Sie riecht jetzt nicht schlecht oder so. Ja, die gebe ich mir mal auf die Seite, gebe ich in meinen Glaskasten rein. Nicht Glaskasten. Spiegelschrank rein, um die zu verwenden. So wie das da. Das sollte ich auch endlich benutzen. Das war mal von einer Schulung, die ist schon urlang her. Die haben die uns nämlich angemischt. Guckt mal. Ich weiß nicht, ob die noch gut ist. Die riecht aber noch gut. Die scheint noch gut zu sein. Jo, die scheint noch in Ordnung zu sein. Ich meine, die Dose ist auch so schön. Vielleicht benutze ich die jetzt endlich mal. Sage ich zu allen Sachen, ich weiß. Aber die zwei Sachen, also das Burnin und das, würde ich gerne als Nächstes dann verwenden, wenn meine zwei Body Lotions leer werden, die ich gerade verwende, was ein bisschen noch dauern könnte. Cellaktiv Body Serum. Ich habe das aber auch noch nie offen gehabt von Oliveda, also dürfte das auch noch okay sein. Von The Body Shop ein Gelee mit Grapefruit, glaube ich, war das. Pink Grapefruit, genau. Diese nervige Bodycreme von Balea, wo ich echt Angst habe, dass ich die niemals leer machen werde. Das ist diese Kokos. Habe ich auch schon oft herzeigt. Von Elisabeth Arden habe ich ja auch so viele, wenn ich erinnern könnt. Ja, ja, ja. Einmal habe ich ja die Green Tea Litchi Lime Body Butter. Also Bodycreme eher. Mit diesen Kügelchen. Könnt ihr die? Nehmen Sie bitte, Kamera, danke. Also sie nimmt sie irgendwie doch nicht so gescheit, wie es gerne hört. Moment. Die haben ja beim Marionneau die komplett abverkauft und ich habe mir die damals dann gekauft. Habe ich da nicht eigentlich eine zweite? Da habe ich echt nur eine. Mutig. Dreimal von meiner heißgeliebten Pier Blossom Body Lotion, also ich liebe die. Ich habe die auch schon einmal leer gemacht, aber ich liebe die. Ich werde dir wohl hinterher trauern, wenn ich die drei dann irgendwann einmal leer kriegen soll. Eine Bodycreme, die Moisture Rich von Clarins. Ihr wisst, ich bin in letzter Zeit so ein Clarins-Junkie. Da habe ich sie noch einmal. Sollte ich vielleicht mal verwenden, aber das soll ich jetzt holen. Einmal das Bodyöl habe ich noch. Das gebe ich auch da auf die Seite. Keine Ahnung, warum da der Duft drinnen ist, weil der gehört eigentlich ins Parfümsammlungsvideo. Aber der dürfte sich irgendwie versteckt haben, der kleine Scheißer.
Schaut so aus. Aber ich brauche da was zum Abfüllen, wo ich damit sprühen kann, weil so brauche ich, glaube ich, ewig, um das zu benutzen. Einmal die Body Lotion Kokos von Soap & Glory. Da werde ich trauern, wenn ich die leer machen werde, weil die riecht echt geil. Von The Body Shop, das war so eine Spa of the World Reihe, Japanese Camilla Cream heißt die. So eine riesengroße Bodycreme und die riecht so geil und die ist so mega von der Konsistenz her. Keine Ahnung, wann ich sie verwenden werde, weil die gibt es nicht mehr. Die haben die damals abverkauft und dann habe ich keine zweite mehr bekommen. Was ja eh eigentlich irrsinnig ist, weil da drin so viel Scheiß drin rumliegt. Wurscht. Die Body Butter von The Call of Rudy Reihe von Soap & Glory. Und die Sugar Crush Body Creme. Also die Body Butter. Sollte ich vielleicht auch mal. Was ich alles verwenden will. Ich habe mich in den anderen beiden Videos so gut zusammengerissen, aber bei Body Lotion haut es mir echt die Sicherung raus. Da habe ich noch ein Body Öl von Ahava. Body Konzentrat. Ich habe das, glaube ich, noch nie verwendet. Sollte ich mir mal genauer anschauen, für was das ist. Die schaut ja mal wirklich eklig aus. Könnt ihr das sehen? Die werde ich fix wegschmeißen. Ich habe die noch nicht so lange. Ich habe die mir vom Tiki Max gekauft. Aber die schaut echt ekelhaft aus. Die kommt weg. Dann habe ich hier noch eine von Terra Naturi. Die hat, denke ich, auch ein Ablaufdatum. Und die Frage ist nur, wo... oder auch nicht. Oder hat es ein Haltbarkeitsdatum nach dem, also Haltbarkeitsding nach dem, 6 Monate nach dem Öffnen. Okay. Ich hoffe, ich habe sie noch nie geöffnet, aber ich glaube noch nicht. Das war die intensive Körperbutter. Ich glaube, die geht jetzt gerade aus dem Sortiment, wenn ich mich nicht verschaut habe. So, 2 von Soap & Glory noch. Dann haben wir nur noch Elisabeth Arden, dann sind wir durch. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich so schnell... Bodylotions habe ich gar nicht mehr. Ich meine, es ist schon viel für meine Verhältnisse, aber ich habe jetzt brav aussortiert. Aber ich muss sagen, ich bin schon echt brav, was das betrifft. Also für meine Verhältnisse, ich finde mich halt brav. Ich müsste sie nur mehr benutzen. Also einmal habe ich noch von Soap & Glory die Vanille. Da habe ich mir die ganze Serie damals gekauft, ich kleiner Junkie. Und die Kokos. Die habe ich aber zum Geburtstag bekommen, die Kokos, das weiß ich. Dann habe ich noch 3 von den Elisabeth Arden. Ich hole jetzt die dritte noch nicht raus, ich zeige es euch mal zuerst. Das war ja in dem Sale, die Mandarine Blossom habe ich einmal. Die Ginger Lily habe ich einmal. Und die habe ich von einer Schulung noch, dass ich die noch nie benutzt habe, ist eh echt arg. Das ist die... Wo liegt denn das da unten so? Das ist die White Tea, die ganz klassische. Ja, das war's mit den Body Lotions. Auch wieder leer. Ich bin stolz auf mich. Ich bin echt stolz auf mich. Bisschen verwirrt, aber stolz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, ihr mögt die Sammlungsvideos. Es hat schon Spaß gemacht, um zu gucken, mal, was ich wieder habe. Obwohl ich mir dann so denke, so, warum? Warum einfach? Aber ich habe halt viele Sachen jetzt aussortiert. Also die beiden, wer meine alten Sammlungsvideos kennt, weiß, dass ich die schon ewig habe in meiner Sammlung und jetzt kommen sie definitiv weg. Jetzt reicht's. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir fällt jetzt nicht noch ein, was ich noch sagen kann. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye!